Es hat Wilders heute exklusiv interviewt. Es sieht so idyllisch aus in diesen Wintertagen. Doch in den Niederlanden brodelt es. Noch 5 Wochen bis zur Wahl und in dem Land, das immer als so weltoffen galt, bestimmt ein Thema die Gespräche. Die Frage, ob es hier zu viele Ausländer gibt. Ich denke, wir haben zu viele, vor allem Flüchtlinge. Das können wir nicht mehr bezahlen. Und sie sagt, meine 2 erwachsenen Kinder wohnen immer noch bei mir, weil sie keine Wohnung finden. Wenn sie mal eine finden, dann heißt es, die wäre für Bedürftige. Und wer kommt da rein? Ausländer. Genau diese Stimmung macht er sich zunutze und heizt sie kräftig an. Geert Wilders, seine Ein-Mann-Partei, führt in den Umfragen und sein Ein-Seiten-Programm zielt radikal auf Muslime. Die Niederlande müssen so wörtlich entislamisiert und der Koran verboten werden. Im Interview mit dem ARD-Europa-Magazin ging Wilders heute so weit, den Kampf gegen den Islam als eine existenzielle Frage für die europäische Kultur zu bezeichnen. Die islamische Ideologie ist sehr gefährlich. Sie wissen, dass das Wort Islam übersetzt Unterwerfung heißt. Der Islam als eine Ideologie erlaubt einfach keine Freiheit. Aber ihre niederländische Verfassung garantiert doch Religionsfreiheit. Sie aber richten sich immer pauschal gegen Islam und Muslime. Sind sie da nicht im Widerspruch zu ihrer eigenen Verfassung? Unsere Verfassung sollte aber nicht für etwas gelten, was sich nur als Religion verkleidet, aber in Wirklichkeit mehr eine Ideologie als eine Religion ist. Grundrechte, die nicht für alle gelten sollten. Nicht nur wegen solcher Aussagen halten viele in den Niederlanden Wilders für einen gefährlichen Mann. Doch seine Parolen verändern das Land. Der liberale Ministerpräsident Rutte schlug jetzt in Zeitungsanzeigen auch scharfe Töne gegen Ausländer an. Benimm dich ordentlich oder geh. Zugleich aber versucht Rutte, Wilders vor der Wahl zu isolieren. Denn um wirklich an die Macht zu kommen, bräuchte Wilders Koalitionspartner. Meine Partei wird nach der Wahl nicht mit Wilders zusammenarbeiten. Weder in der Regierung noch irgendwie anders. Doch Wilders setzt auf den Trump-Effekt. Das Unmögliche sei schon lange nicht mehr unmöglich, findet er. Neben dem Islam hat er im Wahlkampf noch einen zweiten Gegner ausgemacht. Die, die in diesen Gebäuden hier sitzen. Die EU in Brüssel versuche, die Niederlande ebenfalls ihrer Freiheit zu berauben. Wilders will raus aus dem Euro, raus aus der EU, nach dem Brexit den Nexit. Ein Land, eine Demokratie, ein Nationalstaat muss unabhängig sein, muss seine eigene Flagge und seine eigenen Werte haben. Das ist nicht kleinkariert oder rassistisch, das ist Patriotismus und Patriotismus ist in diesen Tagen auf dem Vormarsch. Ob der demnächst auch schrill in den Niederlanden anklingelt? Am 15. März wird das Parlament in Den Haag neu gewählt und ganz Europa wird gespannt darauf achten, ob die Fahnen in den Büros der Abgeordneten danach noch die gleichen sind. Zurück nach Deutschland. In Göttingen hat die Polizei 2 Terrorverdächtige festgenommen. Die Nachricht mit Thorsten Schröder. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich bei den Festgenommenen um einen Nigerianer und einen Algerier, die beide in Deutschland geboren wurden. Sie werden der Salafisten-Szene zugerechnet und hatten angeblich konkrete Pläne für einen Terroranschlag. Bei Wohnungsdurchsuchungen seien umgebaute Waffen mit scharfer Munition gefunden worden. Etwa 450 Polizisten waren an der Razzia beteiligt. Das Landgericht Potsdam hat einen NPD-Politiker zu 8 Jahren Haft verurteilt, wegen eines Brandanschlags auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft. Ein rechtsextremer Mittäter bekam 7 Jahre. 4 weitere Angeklagte erhielten Bewährungsstrafen. Sie hatten gestanden, im August 2015 in einer Sporthalle im brandenburgischen Nauen Feuer gelegt zu haben. Sie war als Notunterkunft vorgesehen. Das Gebäude brannte aus, verletzt wurde niemand. Auch 2016 hat die deutsche Exportwirtschaft einen Rekordüberschuss erzielt, zum 3. Mal in Folge. Die EU-Kommission warnte vor einem Ungleichgewicht und Folgen für die Eurozone. Zuvor hatte schon die Regierung Trump schärfere Töne angeschlagen. Deutschland bereichere sich auf Kosten der EU und der USA. Mehr zur deutschen Leistungsbilanz von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Der deutsche Exportmotor läuft.
Zwar fielen die Exporte im Dezember unerwartet schwach aus, weil es weniger Bestellungen aus den Schwellenländern gab. Zudem spielte ein Kalendereffekt eine Rolle. Doch 2016 wurden Waren im Wert von mehr als 1.200 Milliarden Euro ausgeführt. Ein neuer Rekord. Auch wenn das Plus mit 1,2% nicht so hoch ausfiel wie in den Vorjahren. Die Importe stiegen ebenfalls auf einen neuen Rekordstand, doch nur halb so stark wie die Exporte. Weil mehr aus als eingeführt wurde, steht unterm Strich ein Überschuss von rund 250 Milliarden Euro. Auch das ein neuer Rekord. Die Zahlen dürften Wasser auf die Mühlen von US-Präsident Trump sein, der Deutschland vorwirft, seine Exporte über den Wechselkurs des Euro künstlich zu verbilligen. In diesem Zusammenhang hat er der deutschen Autoindustrie Strafzölle angedroht. Fakt ist, nur ein Zehntel der deutschen Exporte gehen in die USA. Der größte Anteil, rund ein Drittel, landet im Euroraum, das heißt im eigenen Währungsraum, in dem der Wechselkurs zum US-Dollar keine Rolle spielt. Die Börsendaten. In Frankfurt kletterte der DAX auf 11.643 Punkte, ein Plus von 0,9%. In New York stieg der Dow Jones auf 20.172 Punkte. Als diese Karte im Jahre 1568 gezeichnet wurde, da war man längst dabei, die Elbe und den Hafen von Hamburg regelmäßig von Sand und Schlick zu befreien. Schon damals wachte eine extra Behörde über die richtige Wassertiefe. Die Schiffe wuchsen und die Elbe wurde über die Jahrhunderte breiter und breiter und tiefer und tiefer. Aus 5 Metern wurden an einigen Stellen fast 17 Meter und es soll noch tiefer gebuddelt werden, damit die gigantischen Containerschiffe auch Hamburg erreichen. Doch gegen die aktuellen Pläne für mehr Tiefe hatten Umweltverbände geklagt. Heute entschied das Leipziger Bundesverwaltungsgericht. Torben Börgers. Größer, breiter, tiefer im Wasser. Mit den Containerriesen soll auch der Hamburger Hafen wachsen. Deutschlands oberste Verwaltungsrichter haben zur geplanten Elbvertiefung ja aber gesagt. In ihrer jetzigen Form seien die Pläne rechtswidrig. Angesichts der vielen Klagepunkte hielten sich die Beanstandungen aber in Grenzen, so die Richter. Und die Mängel könnten behoben werden. Aufatmen bei den politisch Verantwortlichen. Das millionenschwere Zukunftsprojekt aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Die Elbvertiefung wird kommen. Damit geht eines der langwierigsten und schwierigsten juristischen Verfahren Deutschlands dem Ende zu. Und es sind noch einige wenige Aufgaben zu lösen. Eine Aufgabe ist der bessere Schutz des Schierlingswasserfenchels. Er wächst weltweit nur noch hier am Elbufer. Über diese extrem seltene Pflanze hat Kai Jensen das entscheidende Gutachten geschrieben. Er sieht Länder wie Deutschland in einer besonderen Verantwortung. Wir haben uns dazu entschlossen, die Artenvielfalt erhalten zu wollen. Und damit sollten wir das auch ernst nehmen. Die zweite Aufgabe, die das Gericht Hamburg auferlegt, die Stadt muss neue Flachwassergebiete schaffen, als Ausgleichsflächen für wertvollen Lebensraum, den die Elbvertiefung zerstören könnte. Hamburg wollte bereits vorhandene Flächen nutzen, für das Gericht und Umweltschützer eine Mogelpackung. Das ist schon eine sehr schwache Leistung, die die Stadt und auch die Wasser- und Schifffahrtsdirektion hier hingelegt hat. Wir sind sehr gespannt, wie das noch geheilt werden kann. Seit Jahren liefern sich Reeder rund um den Globus ein Wettrennen um den Einsatz des größten Containerriesen. Deren neueste Generation kann Hamburg nur noch halb beladen ansteuern, sonst würden die Schiffe auf Grund laufen. Auf einer Länge von 130 Kilometern soll die Elbe deshalb tiefer und breiter werden. Schiffe mit 13,5 Metern Tiefgang könnten den Hafen dann unabhängig von Gezeiten anlaufen. Bislang ging das nur bis 12,5 Meter. Der Containerumschlag in Hamburg stagniert auf dem Niveau von vor 10 Jahren. Hinter Rotterdam und Antwerpen ist der Hafen in Europa auf den 3. Platz abgerutscht. Eigentlich sollten mit der Elbvertiefung verlorene Marktanteile zurückgewonnen werden. Jetzt läuft der Hafenwirtschaft die Zeit davon. So sind wir in Europa und vor allen Dingen in Deutschland. Wir sind sehr genau, sehr umfänglich, aber im internationalen Kontext da auf der Zeitachse nicht mehr wettbewerbsfähig. Wann die Baggerschiffe ihre Arbeit beginnen können, ist offen. 500 Millionen Euro soll die Elbvertiefung am Ende kosten. Ob sich die Investition lohnt, ist fraglich. Schon jetzt planen Reedereien noch größere Containerschiffe, die selbst nach dieser Elbvertiefung Hamburg nicht anlaufen könnten. In die Tiefe gehen, das würde man auch dem VW-Konzern wünschen bei der Suche nach den Hintergründen der Dieselaffäre. Im Moment aber besteht die vermeintliche Aufklärung in einer gepflegten Attacke von Ferdinand Pirch. Eine Attacke des ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden gegen viele Weggefährten von einst und einem Fingerzeigen auf diese, verbunden mit der Botschaft: Ihr habt doch das auch alles gewusst.
Rüdiger Strauch über einen nicht enden wollenden Machtkampf und das mutmaßliche Wissen um manipulierte Motoren. Der Abgasskandal von VW, diese Affäre rund um Stickoxidwerte und Motorensoftware, ist wieder einmal Thema zwischen einstigen Spitzenmanagern und späteren Rivalen. Immer im Mittelpunkt Ferdinand Piëch, der VW-Patriarch, der vor Ermittlern der Staatsanwaltschaft behauptet haben soll, er habe auch Niedersachsens Ministerpräsidenten und weitere VW-Aufsichtsräte schon weit vor Bekanntwerden des Skandals in sein Wissen über Abgasmanipulationen in den USA eingeweiht. Das dementiert Stefan Weil heute mit Sätzen, die auf ein ernsthaftes Zerwürfnis schließen lassen. Ich bedauere zunächst sehr, dass ein Mann mit unbestreitbaren Verdiensten wie Herr Ferdinand Piëch inzwischen zu Mitteln greift, die man neudeutsch eigentlich nur als Fake News bezeichnen kann. Weil sagt, Piëch habe keinerlei Hinweise gegeben auf die Schadstoffprobleme in den USA. Damals im Frühjahr 2015, als der Machtkampf zwischen Piëch und Winterkorn tobte. Auch nicht, als Piëch kurz darauf als Aufsichtsratschef abtrat. Was treibt Piëch heute dazu, vor Ermittlern frühere Partner der Mitwisserschaft zu beschuldigen? Es ist bekannt, dass Herr Piëch seinerzeit, übrigens zu meinem Bedauern, im Streit aus den Volkswagen-Gremien ausgeschieden ist. Und möglicherweise besteht da ein Zusammenhang. Sind Piëchs Beschuldigungen nur der Rachefeldzug eines entmachteten alten Mannes? Über Ferdinand Piëch hat der Journalist Wolfgang Fürweger eine Biografie geschrieben. Er zeichnet das Bild eines überkorrekten Managers, eines Menschen, der seine Worte auf die Goldwaage legt. Ich halte Ferdinand Piëch nicht für einen Typ, der in Kategorien wie Rache oder beleidigt sein denkt. Er hat eine Aussage vor der Staatsanwaltschaft gemacht. Diese Aussage hat er unter Wahrheitspflicht gemacht. Und darin sehe ich keine weiteren Interpretationsmöglichkeiten. Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Der Dieselskandal treibt Keile zwischen die, die früher noch einträchtig zusammenstanden. Volkswagen, Aufklärung im Leerlauf. Ein Kommentar von Holger Ohmstedt vom Norddeutschen Rundfunk. Bei VW geht's von Tag zu Tag schmutziger zu. Und Dreck kommt nicht nur aus dem Auspuff. Ex-Aufsichtsratschef Piëch wirft heftig um sich. Trifft Vorstand, Aufsichtsrat und Betriebsrat. Alle sollen viel früher als zugegeben von dem Dieselskandal gewusst haben. Klar streiten die es ab. Wer hat recht? Wir wissen nur, eine Seite lügt. Den Schaden hat auf alle Fälle die Marke VW. Der Konzern will eigentlich Vertrauen bei den Kunden zurückgewinnen, doch er macht dabei keine gute Figur. VW lässt ja noch nicht einmal den Begriff Skandal gelten. In Wolfsburg wird nur beschönigend von der Diesel-Thematik gesprochen. Mit großem Tamtam stellte Volkswagen vor 12 Monaten Christine Hohmann-Denhardt als Chefaufklärerin ein. Sie sollte die Abgasmanipulationen aufarbeiten. Eigentlich. Doch es gelang ihr nicht, den Wolfsburger Filz zu durchdringen. Diese Kumpanei aus Vorstand, Aufsichtsrat und Betriebsrat. Nach nur einem Jahr wurde die Vorstandsfrau vergangene Woche in die Wüste geschickt. Mit 13 Millionen Euro Abfindung. Von einem Konzern, der in Zukunft kräftig sparen und tausende Stellen abbauen muss. Ein katastrophales Signal. Und auch das Versprechen, Anfang diesen Jahres einen ausführlichen Untersuchungsbericht vorzulegen, hat VW gebrochen. Man wird den Eindruck einfach nicht los, dass der jetzige Vorstand den Dieselskandal gar nicht vollständig aufklären will. Holger Umstedt kommentierte: Wenn derzeit in Afrika große Autobahnen, Staudämme oder Eisenbahntrassen gebaut werden, dann bezahlt China viele dieser Megaprojekte. Die fernöstliche Variante der Entwicklungshilfe, bei der Fairplay nicht immer die erste Rolle spielt, sichert dem Land dort politischen Einfluss und begehrte Rohstoffe. China ist mittlerweile Afrikas wichtigster Handelspartner. Für Deutschland ist der schwarze Kontinent dagegen eher ein weißer Fleck. Nur wenige Firmen investieren, oft mit sehr großer Vorsicht. Deshalb hat Entwicklungsminister Gerd Müller jetzt einen großen Plan, damit die deutsch-afrikanischen Wirtschaftskontakte mehr Saft und Kraft bekommen. Sabine Boland. Saftige, leckere Mangos wachsen in Kenia zuhauf. Die meisten Bauern verkaufen ihre Früchte an eine Saftfabrik. Etwas außerhalb der kenianischen Hauptstadt Nairobi werden die Mangos mit deutscher Technologie verarbeitet. Die Firma Krones aus Bayern hat es schon vor Jahren gewagt, hier zu investieren, in Afrika.
70% der Maschinen in der Saftfabrik Kevian sind made in Germany. Und mehrere hundert Kenianer haben einen Arbeitsplatz. Wir wollen Weltklasse werden, sagt der Manager. Gesunde Säfte und Getränke produzieren. Wir wollen besseren Saft als in Europa machen oder wenigstens gleich guten. Eine deutsch-afrikanische Erfolgsgeschichte. Davon gibt es bislang nur wenige. Krisen, Korruption oder mangelnde Demokratie halten deutsche Investoren bislang davon ab, sich wirtschaftlich in afrikanischen Ländern zu engagieren. Sie sind noch nicht zu spät dran, sagt der Fabrikleiter diplomatisch. Sie sind rechtzeitig, aber sie müssen sich beeilen. Andere sind längst da. China interessiert sich nicht für Demokratiedefizite. Hauptsache, der Gewinn stimmt. Statt in Mangosaft investieren die Chinesen lieber in Großprojekte wie die neue kenianische Eisenbahn. Ein Milliardengeschäft. Auch sie schaffen Arbeitsplätze. Ohne Bedingungen. Europäer haben Afrika gegenüber immer noch diesen patriarchalischen Ansatz. Afrika ist für sie wie ein Kind, das man erziehen muss. Die Chinesen machen das anders. Sie sehen in Afrikanern Menschen, mit denen sie Geschäfte machen können. Europäer wollen uns immer helfen. Und kommen damit auf dem Zukunftskontinent nur langsam voran. Entwicklungsminister Müller stellt auf dem deutsch-afrikanischen Wirtschaftsgipfel in Nairobi seinen Marshallplan für Afrika vor. Der setzt auf Ausbildung, Arbeitsplätze und Investitionen. Aber dann fordern wir auch ein Stück mehr ein, als dies bisher der Fall ist, nämlich Kampf der Korruption und Rechtssicherheit, Einhaltung der Menschenrechte. Und dann werden wir partnerschaftlich wirtschaftliche Zusammenarbeit, Business to Business, entwickeln. Das machen die Chinesen ohne Einschränkungen. Ihr Motto: schneller, höher, weiter. Und das scheint vielen Afrikanern lieber zu sein, als von Europa in die Pflicht genommen zu werden. Alle übertrumpfen zu wollen, das mag auf den neuen US-Präsidenten in manchen Fällen auch zutreffen, nicht aber, wenn es um das Tempo geht, mit dem sein Kabinett eingesetzt wird. Immerhin hat der US-Senat jetzt den 7. Minister bestätigt. Thorsten Schröder nochmal. Der neue US-Justizminister heißt Jeff Sessions. Der Senat bestätigte ihn in der vergangenen Nacht. Allerdings stimmten zahlreiche Demokraten gegen den 70-Jährigen. Anschließend wurde Sessions im Weißen Haus vereidigt. Dabei lobte US-Präsident Trump ihn als einen Mann der Integrität und Prinzipien. Sessions gilt als umstritten, unter anderem, weil es gegen ihn immer wieder Rassismusvorwürfe gab. In Frankreich hat es im Atomkraftwerk Flamanville einen Zwischenfall gegeben. Ein Reaktorblock musste vom Netz genommen werden. Im nicht-nuklearen Teil der Anlage hatte ein Feuer eine Explosion verursacht. Strahlung trat laut Atomaufsichtsbehörde nicht aus. Das AKW liegt in der Normandie am Ärmelkanal. Die beiden Meiler sind mehr als 30 Jahre alt. Ein dritter Reaktor ist im Bau und soll nächstes Jahr in Betrieb genommen werden. Nach tagelangen Demonstrationen ist der rumänische Justizminister Iordache zurückgetreten. Hintergrund ist eine umstrittene Korruptionsverordnung, die die Strafverfolgung von Amtsmissbrauch erschweren sollte. Die Eilverordnung hatte Ministerpräsident Grindeanu inzwischen zurückgenommen. Doch vielen Bürgern reicht das nicht. Sie protestieren weiter gegen die Regierung, von der sie meinen, sie wolle den Kampf gegen Korruption bremsen. Die deutschen Biathleten sind optimal in die Weltmeisterschaften in Hochfilzen in Österreich gestartet. Im ersten Rennen gewann die Mixed-Staffel die Goldmedaille vor Frankreich und Russland. Ein perfekter Tag. Ein perfekter Auftakt. Schlussläufer Simon Schemm feiert mit seiner Mannschaft das erste WM-Gold. Nach Silber vor einem Jahr gelingt dem deutschen Team der große Wurf. Startläuferin Vanessa Hinz überzeugt beim Schießen und beim Laufen Platz 6. Die Gesamtweltcup-führende Laura Dahlmeier zeigt Schwächen am Skistand. Trotzdem läuft sie die Mannschaft in Führung. Dann der überragende Auftritt von Arndt Peiffer. 10 Schuss, 10 Treffer, das Team deutlich in Führung. Und am Ende kann Simon Schemm es auf der Ziellinie sogar austrudeln lassen. Gold für das deutsche Team vor Frankreich und Russland. So kann eine WM beginnen. Die ARD-Zuschauer haben unseren Song 2017 ausgewählt. Beraten von einer Jury hat das Publikum den Interpreten und das Lied für den Eurovision Song Contest in Kiew gekürt.
Isabella Levina-Luin wird im Mai in die Ukraine reisen und Deutschland in dem internationalen Sangeswettstreit vertreten. Sie setzte sich am Abend gegen vier Mitbewerber durch. Das Publikum lässt die 25-Jährige mit dem Song Perfect Life antreten. Ab heute wird er wieder rausgeputzt. Der silberne Bär ist seit jeher die Trophäe und das Erkennungszeichen für die Berlinale. Das Filmfest, das schon immer in dem Ruf steht, eine Botschaft in die Welt senden zu wollen. Das Glanzvolle ist hier vor allem das Politische. Und da könnte man ja eigentlich erwarten, dass die Filmschaffenden gerade in diesen rumpeligen Zeiten besonders kratzbürstig sein wollten. Doch der Festivalleiter möchte nicht mal den Namen des amerikanischen Präsidenten in den Mund nehmen. Das sei zu viel der Ehre, sagt er, und lieber die Filme sprechen lassen. Anke Hahn. Rückenfrei bei gefühlten minus 11 Grad. Die Berlinale verlangt wirklich viel von ihren prominenten Gästen. Ein Filmfestival im deutschen Winter kann nicht mit Glamour punkten, aber die Berlinale hat den Anspruch, das politischste der großen Filmfestivals zu sein. Unser Programm heißt Vielfalt. Unser Programm heißt, völlig unterschiedliche Menschen aus fast 150 Ländern treffen sich hier und zeigen ihre Filme. Und die Welt ist vielfältiger, als sich das manche Leute denken. Und dadurch wird es schon politisch. Der Eröffnungsfilm Django über die Jazzlegende Django Reinhardt zeigt schon, wie weit der Begriff des Politischen hier gefasst ist. Reinhardt, französischer Sinto, muss sich im deutsch besetzten Paris entscheiden, ob er sich, um zu überleben, für Nazi-Propaganda missbrauchen lassen will. Er flieht. Davon handelt der Film, von einer Flucht und viel Musik. Es ist Unterhaltung mit Haltung. Das ist wohl auch der Anspruch, den Jurypräsident Paul Verhoeven an das Politische im Film stellt, auch hier auf der Berlinale. Er lehnt alles Plakative ab. Und Moral auf der Leinwand ist ihm ein Gräuel. Ich weiß nicht, ob das ein politisches Festival ist. Ich bin hier, um Filme zu sehen. Und ich denke, dass die Jury die Filme nach ihrer Qualität bewertet und nicht, ob sie eine politische Botschaft haben. Nun sitzt er aber einer Jury vor, die schon durch ihre Herkunft Fragen zur Tagespolitik geradezu herausfordert. US-Präsident Trump müsse ein Thema sein, fanden die Journalisten und fragten, was denn der mexikanische Schauspieler Diego Luna darüber denke. Ich bin hier, um zu erfahren, wie man eine Mauer einreißt. Da gibt es hier ja viele Experten. Und diese Information möchte ich dann mit nach Mexiko nehmen. Auch im Berlinale-Wettbewerb finden sich aktuelle politische Bezüge, wie in Die andere Seite der Hoffnung des Finnen Aki Kaurismäki. Ein syrischer Flüchtling und ein Finne freunden sich an nach anfänglichen Schwierigkeiten. Oder in Die Party der Britin Sally Potter, die unter der ach so toleranten linksliberalen Oberfläche ihrer Figuren Vorurteile, Lügen und Egoismus freilegt. Doch die Mehrzahl der Filme erzählt einfach Geschichten. Volker Schlöndorff zum Beispiel, einer der drei Deutschen im Wettbewerb, lässt Nina Hoss und Stellan Skarsgård einer verlorenen Liebe nachtrauern. Mut, Zuversicht und Humor sind für Dieter Kosslick das Motto dieser Berlinale. Für ihn ist das auch ein Ausdruck von politisch. Und damit direkt zu Carsten Schwanke, der weiß, ob es mit Eisbärenwetter weitergeht. Eisbärenwetter, Karin Mioska, gibt es in den nächsten Tagen bei uns in Deutschland vor allem weiterhin im Nordosten. Hier habe ich einmal aufgezeichnet, wo es auch in den nächsten Tagen dauerfrostig kalt bleibt, wo also die Höchsttemperaturen bei unter 0 Grad liegen. Am morgigen Freitag gilt dies verbreitet für den Norden Deutschlands. Am Samstag kommt im Nordosten sogar noch einmal kältere Luft heran. In diesem dunkelblauen Bereich werden dann die Höchsttemperaturen auch zum Teil bei unter minus 4, minus 5 Grad nur liegen. Der Sonntag dann dort nicht mehr ganz so kalt, aber es bleibt im Nordosten noch kalt. Erst am Montag zieht sich die Frostluft zurück und wahrscheinlich erst am Dienstag wird es dann auch in der Mecklenburgischen Seenplatte mit frostfreien Werten weitergehen, zumindest tagsüber. Denn in den Nächten wird es doch sehr oft frostig, so auch in dieser Nacht. Das Wetter dazu heute Nacht eher in der Westhälfte stärker bewölkt. Nach Osten gibt es größere Wolkenlücken und die Temperaturen gehen zurück auf minus 1 Grad am Rhein und bis zu minus 9 Grad in den Mittelgebirgen. Morgen Vormittag starten wir dann mit dieser Zweiteilung, dass wir in der Osthälfte
Nordwesten größere Wolkenlücken vorfinden mit Sonnenschein. Aber im Westen ist es dann schon stark bewölkt. Und im Verlauf des morgigen Tages fängt es dann ganz im äußersten Südwesten und Westen auch an zu schneien. Wobei unmittelbar am Oberrhein der Schnee dann doch streckenweise in leichten Regen übergeht. Es wird nicht viel Schnee sein bzw. Regen, aber etwas kommt jedoch aus den Wolken herunter. Die Temperaturen erreichen, wie schon gesagt, im Norden meistens nur 0 bis minus 2 Grad, so auch im Nordosten. Richtung Südwesten wird es frostfreier mit 2 bis 3 Grad. Rund um Passau und Niederbayern können es sogar bis zu 5 Grad sein. Der Wind weht meistens aus östlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten, und dann sehen wir vor allem das Wochenende. Am Samstag im Norden und Osten ein paar Schneeflocken. Im Westen ist es dann doch eher leichter Regen, der hier fällt. Dann, wie gesagt, im Nordosten weiterhin frostig, Richtung Südwesten etwas milder. Und der Sonntag dann schon eine ganze Spur freundlicher. Und dann haben wir im Westen und Süden doch schon weiter ansteigende Temperaturen bis zu 6 oder 7 Grad. Also es wird langsam etwas wärmer. Der Winter scheint sich doch zurückzuziehen.